In einer Fabrik können Sie sich so vorstellen, aktuell haben wir im Wesentlichen Massenproduktion. Wir setzen die Rohstoffe vorne in die Pipelines rein. Die werden in verschiedenen Schritten verarbeitet. Jeder Schritt ist top-down kontrolliert. Das ist ein Automat, ein robotisches System. Irgendwie entsteht am Ende das Produkt. Und das ist im Wesentlichen das, was wir im Moment machen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass diese verschiedenen Bearbeitungsinstanzen, diese Automaten, diese Roboter, also etwas wie eine eigene Intelligenz hätten, dann würde der eine zum nächsten sagen, du kannst dich gerade schon mal abstellen, ich komme hier nämlich nicht weiter, weil ein Ersatzteil nicht geliefert worden ist. Und der ganz hinten in der Reihe, der würde sagen zum LKW, du kannst jetzt schon mal vorfahren, wir haben das Produkt fertig, du kannst es abholen und kannst es zum Kunden bringen. Also eine ganz andere Form der, das sind Komponenten, die ähnlich wie wir Menschen das in der Teamarbeit machen, miteinander ins Gespräch kommen, in die Kommunikation gehen und bis hin zu Verhandlungen gehen. Nee, ich rufe jetzt den Truck noch nicht, weil das könnte doch später werden, als du denkst und überhaupt muss ich erstmal das andere Ding verladen. Nein, du holst jetzt mich ab, weil der Kunde, der ist nämlich klagefreudig, der ruft immer sofort nach dem Anwalt, während der kann ruhig nochmal 48 Stunden länger warten. Also solche Formen von Diskussionen führen solche Systeme tatsächlich in der Zukunft.